Wir verlassen jetzt Villa de Masarife und begeben uns jetzt nach Astorga. Das sind nochmal wieder 32 Kilometer. Ich habe mein Essen mit. Ich habe genug zu trinken mit. Also sollte das möglich sein. Das ist zwar wieder 10 Kilometer mehr, als ich eigentlich machen will, aber bin ich früher zu Hause. Da ist immer noch Schnee oben auf den Bergen. Da müssen wir in 2 Tagen, glaube ich, müssen wir übers Cruz de Ferro. Das wird ganz schön anstrengend, wenn da oben wirklich noch Schnee liegt. Oh oh. Vor ein paar Tagen gesagt, dass diese berühmte Brücke mit den 20 Bögen kommen sollte, aber das war sie nicht. Die ist hier in dieser Ortschaft und da ist sie. Wird gerade restauriert. 205 Meter lang. 20 Bögen. Das sieht doch schon ganz anders aus als diese andere, oder? Sie bauen auch schon jetzt auf. Am 1. Juni Wochenende findet hier unten auf dem Platz ein Ritterturnier statt, zu Ehren dieser Legende, die hier wegen diesem Ritter, der 300 andere Ritter herausfordern wollte, gemacht. Und da werden jetzt schon die Tribünen aufgebaut, der Platz ist schon abgesperrt. Es ärgert mich so ein bisschen, dass wir so ein bisschen früh sind. Vielleicht hätte man das noch ansehen können, dann hätte ich hier auch übernachtet. Aber ist das nicht eine tolle Brücke? Mann, ey! Jetzt begeben wir uns auf historisches Pflaster. Da sind die deutschen Leichtrucksacktouristen, die wir in der letzten Herberge getroffen haben. Sehr, sehr toll zu gehen hier. Wir sind jetzt im Hospital de Obrigo. Obrigo.
Man müsste es nur lesen können, dann wäre es schon besser. Oh nö. Hier werden neue Leitungen gelegt. Voilà. Das muss hier absolut genial aussehen, wenn hier ein riesiges Zeltlager aufgebaut ist von Rittern und was weiß ich nicht alles. Hola, meine Leichtgewichtdamen, Wanderinnen, ne? Alles klar? Ja. 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 Müssten wir da über den Berg rüber und dann müsste dahinter, glaube ich, schon Astorga zu sehen sein. Hoffe ich. Aber da kommt das so duster über den Berg rüber. Aber bis jetzt haben wir immer Glück gehabt. Nie richtig nass geworden. Einmal ein bisschen im Regen, aber sonst hoffentlich bleibt das so. Durch die hohle Gasse wird er kommen. Und wenn nicht hier lang, dann woanders lang. Boah.
Ich hasse berghoch, ey. Ich kann kein Wort Spanisch. Ich kann meinen Kaffee bestellen. Ich kann bestellen, wenn ich zwei Wasser haben will. Ich kann Tag sagen, ich kann Tschüss sagen und der Rest. Du siehst ja, es geht aber ohne. Ja. Sechzehnte 5. 2010. Danita, Jasmin und Nicole aus Belgien. Was ist denn hier? Abbaugebiet. Aber was anderes, oder? Kamera fährt hoch. Hier wieder so ein Erdhäuschen. Hobbing. Wie heißt das Ding? Santo. Irgendwas mit Maria ist hier.
bin jetzt in Astorga. Das da hinten ist der Bischofspalast, was jetzt ein Pilgermuseum ist. Und das da hinten, das ist die Kathedrale. Ich war in beiden drin. Es ist sehr, sehr schön. Man darf aber leider da nicht drin fotografieren und nicht drin aufnehmen. Da, ja, ich hoffe, dass das was geworden ist. Das ist relativ dunkel und sehr, sehr schwer. Es ist eine sehr, sehr drückende Atmosphäre da drin. Und das passt heute irgendwie, denn ich bin 32 Kilometer gelaufen und leider ist dann 2 Kilometer, bevor ich hier nach Astorga gekommen bin, bin ich auf einen Stein ausgerutscht und habe mir den Fuß verknackst, sodass ich jetzt leider erstmal 2 Tage Pause nehmen muss, damit ich wieder ein bisschen den Fuß entlaste. Ist aber kein Problem, in der Pilgerherberge hier kann ich 2 Tage bleiben und naja, werde ich mal die Stadt unsicher machen, mal ein bisschen durchfriemeln, gucken, was ich hier finde. Ein paar schöne Briefmarken suchen, Briefkarten suchen und dann geht das alles schon.